Wo ihr Pferdenerds und herzlich willkommen zum dritten Advanity. Nee, warte mal, das geht so nicht. Ach, besser. Und warte mal, es fehlt noch was. So, jetzt ist perfekt. Okay, also ich habe es mir hier wieder sehr gemütlich gemacht auf meiner Couch mit meiner Lieblingstasse. Wenn ihr die letzten Folgen übrigens verpasst habt, dann könnt ihr da hier, da nochmal klicken. Ja, und heute wird wieder ein bisschen was selber gemacht. Und zwar habe ich etwas für den Reiter zum Naschen und auch super zum Verschenken und auch für die Pferde zum Naschen super zu verschenken. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Leckereien für Reiter und Pferd. Fangen wir also erstmal mit unseren Leckereien an und dafür brauchen wir Schokolade, am besten 2 Tafeln von verschiedener Sorte, 100 Gramm jeweils, ich habe hier Zartbitter und weiße Schokolade und Nuss-Nougat. Davon auch dann etwa 100 Gramm. Dann am besten noch so eine Pralinenform oder ihr könnt auch einfach Eiswürfelform nehmen, zum Beispiel die hier so von Ikea. Die andere habe ich glaube ich mal von Rossmann geholt oder so, kriegt man eigentlich ganz gut mal. Ihr müsst nur gucken, dass die Eiswürfelform etwas höher sind. Dann am besten so ein Schmelztiegel. Und einen Topf, wo ihr dann Wasser reinmachen könnt und den Tiegel so reinstellen. Ihr könnt aber auch einfach eine Schüssel nehmen. Dann tut ihr dort die Schokolade rein und gießt heißes Wasser in den Topf. Und jetzt einfach langsam schmelzen lassen. Das Wasser bitte nicht kochen. Die Schokolade sollte nicht so schnell flüssig werden. Und bis sie halt so geschmeidig ist und ihr sie vorsichtig in eure Form reingeben könnt. Wenn ihr ein bisschen kleckert zwischendurch, ist das nicht weiter schlimm. Versucht mal diese Haufen dann noch so etwas glatt zu rückdüllen, damit das dann nachher nämlich schöne Schichten werden. Ja, wie gesagt, kleckern ist nicht schlimm. Dann kommt das Ganze für ein paar Minuten in den Kühlschrank. Die Schokolade braucht meistens nicht so lange, also vielleicht mal so 5 Minuten oder so. Tschüss! Währenddessen könnt ihr auch dann schon mal irgendwas anderes machen. Und nun ist die Schokolade fest geworden, die erste Schicht. Bei mir ist es manchmal unterschiedlich dick, ist aber nicht weiter schlimm. Und jetzt kommt Nougat dran. Das schmilzt schneller, braucht dann aber später etwas länger zum Festwerden. Also könnt ihr schon mal einplanen, dass ihr da mal eine Viertelstunde oder so oder 20 Minuten das drin lasst. So. Und jetzt kommt das obendrauf. Und versucht möglichst jetzt nicht die Form schon voll zu machen. Also so, dass ihr dann noch Platz habt. Ihr seht das hier ganz gut, dass da noch ein Rand übrig ist. Schön glatt rütteln und wieder ab in den Kühlschrank. Tschüssi, für so 15, 20 Minuten. Müsst ihr mal gucken. Zwischendurch könnt ihr immer schön schon mal sauber machen und putzen. Da ich nur einen Tiegel habe, wasche ich dann natürlich zwischendurch ab. Aber es lohnt sich zwischendurch schon mal aufzuräumen. Nun kommt also die letzte Schicht Schokolade ran. Ihr könnt natürlich auch 2-mal weiße Schokolade nehmen oder so, wie ihr möchtet. Das könnt ihr ganz kreativ gestalten. Und die kommt jetzt oben drauf, beziehungsweise später dann unten drunter. Und wieder zack in den Kühlschrank. Dann müsst ihr die nur noch rausstürzen und dann habt ihr so süße Pralinen, beziehungsweise Konfekte, schon ein bisschen größer das Ganze. Und ihr könnt das natürlich noch schön verpacken und verschenken oder einfach mal im Stall anbieten. Ich glaube, da freut sich jeder mal drüber. Gut, kommen wir jetzt also zu den Leckerlis für unsere Pferde. Dafür brauchen wir eine große Rührschüssel, Leinsamen, ich habe hier so 150 Gramm. Wie viel ihr davon nehmt, das könnt ihr total frei entscheiden. Dann ein Müsli eurer Wahl. Ich habe hier ein getreidefreies von Agrofs, was Chico sowieso immer bekommt. Da ist auch keine Melasse drin oder so. Das ist also so klein gehäckseltes Alpengrün. Und da müsst ihr halt auch gucken. Ich habe hier 500 Gramm, das war viel zu viel. Ich denke, 300 würden da völlig reichen. Und so 2 Esslöffel Thymian, da könnt ihr auch Thymian-Tee nehmen. Ich habe hier einfach das Gewürz genommen, geht genauso gut. Und eine gute Handvoll Hagebutten, davon könnt ihr auch mehr nehmen, wenn ihr möchtet. Ist eine super Vitaminbombe und echt gesund. Für die Pferde dann noch eine Kanne, weil wir noch etwas Tee aufgießen wollen. Aber das seht ihr ja gleich. Und was ihr außerdem noch braucht, ist ein Mörser. Ihr könnt auch das dann einfach mit einem Tuch und einem Schuh machen und das kleinkloppen, aber Mörser macht sich ganz gut. Okay, los geht's.
erstmal die Kanne, weil der Tee, der Thymian-Tee, muss etwas ziehen. Ich mache das hier nicht in einen Beutel rein, weil wir die Krümel später dann auch in den Leckerlis haben können. Also aufgießen und jetzt kommt die nächste lustige Sache, nämlich der Mörser. Und darin wollen wir die Hagebutten nämlich klein machen. So, erstmal stampfen und dann auch so ein bisschen rühren, dass ihr das etwas zermahlt. Nun in die große Schüssel alles reinkippen. Wie gesagt, nehmt einfach ein bisschen weniger Müsli. Es war bei mir echt ein bisschen viel. Tee aufgießen, übrigens so einen halben bis ganzen Liter, hängt aber auch wieder von eurem Müsli ab, was ihr so habt. Und nun noch die Leinsamen mit dem Tee, den ihr gerade aufgegossen habt, aufgießen und quellen lassen. Am besten noch ein bisschen umrühren, damit wirklich alles mit Wasser bedeckt ist und es gut quellen kann. Und nach so 20 Minuten sieht das dann so ein bisschen schleimiger aus. Bei euch vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wenn ihr mehr Leinsamen nehmt. Und nun kommt das Ganze hier in euer Müsli-Gemisch hinein. Die Leinsamen sind vor allen Dingen für die Verdauung gut, aber auch jetzt hier für die Leckerlis dafür da, dass das dann auch schön klebt und wir das dann später noch verarbeiten können. Und alles gut untermischen. Und das ist schon unser Teig. Wenn ihr so ein bröseliges Müsli habt wie ich, dann könnt ihr noch ein bisschen Hafer dazugeben. Also so Haferflocken einfach so freischnauze einfach machen und dazu noch ein bisschen mehr Wasser. Also wenn ihr das Problem habt, so wie ich, dann einfach noch ein bisschen Hafer dazu, noch ein bisschen mehr Wasser. Ihr könnt aber auch gucken, ob ihr einfach nur Wasser dazu gießen könnt. Das hängt halt echt von eurem Müsli ab. Und jetzt könnt ihr aus diesem Teig entweder so Kugeln formen oder ihr nehmt euch eine Ausstechform und füllt dort euren Teig hinein, sodass ihr hier so süße Herzen zum Beispiel machen könnt. Ihr könnt das Ganze aber auch, wie bei meinen anderen Leckerlis, einfach auf einem Backblech verteilen, schön zurechtdrücken und dann später auseinanderbrechen. Oh, und am Ende habt ihr sowohl für den Reiter als auch für das Pferd schöne Leckerlis, die man super verschenken kann und die außerdem echt süß aussehen. Ja, was ich ganz besonders toll finde an diesen Leckereien hier für die Pferde, ist, dass sie also zuckerfrei sind. Ihr müsst natürlich bitte gucken, was ihr jetzt so genau für ein Müsli habt. Aber am besten ist es so, ihr nehmt erstmal weniger Müsli und guckt, wie der Teig wird. Ihr könnt das ja dann immer noch ergänzen. Davon ist ja eigentlich immer mehr als genug da in so einem 20-Kilo-Sack. Und diese Leckereien hier, das sind hier schon gar nicht mehr alle. Also wir haben schon zwischendurch genascht. Aber ich finde die so mega lecker. Ihr könnt das natürlich auch mit anderer Schokolade kombinieren, worauf ihr dann so Lust habt. Und diese Eiswürfelförmchen machen sich wirklich ganz gut. Die sind gar nicht so riesig. Also, wow. Gut, davon gönne ich mir jetzt noch was. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das jetzt auch mal nachmachen möchtet. Wenn ihr mich einfach auf Instagram oder so taggt auf einem Foto davon. Oh, das schmilzt hier schon weg. Ich bin aktuell übrigens gerade auf der Pferd und Jagd. Falls ihr also noch Bock habt, schnell vorbeizukommen in Hannover, könnt ihr das gerne machen. Ich bin den ganzen Tag da und es wird dann Montag auf jeden Fall noch einen Vlog dazu geben. Da könnt ihr euch gerne drauf freuen. Und wenn ihr es euch jetzt schon mal so gemütlich gemacht habt, dann könnt ihr hier drüben noch zwei weitere Videos von mir finden und unter mir noch abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Falls ihr mich schon abonniert habt und ab und zu euch mal wundert, hä, warum kommen denn hier keine Videos von mir an, klickt einfach auf die Glocke neben dem Abo-Button, weil YouTube momentan rumspinnt. Ah, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!